Ich freue mich so, heute ist Wintersporttag. Was macht ihr denn da? Unsere Klasse geht auf die Eisbahn. Manche Klassen gehen auch Skifahren oder Schlitten fahren. Hast du deine Schlittschuhe schon gepackt? Ja, habe ich in dieser Tasche. Herr Pauli meinte, dass wir euch später an der Eisbahn abholen sollen. Ich warte dann dort. Okay, ich muss los. Zieh dich auf jeden Fall warm an. Mama, kann ich nicht auch mitkommen und vielleicht auch eine Runde Schlittschuh fahren? Ich habe meine neuen Schlittschuhe noch gar nicht ausprobieren können. Beim Abholen kannst du auf jeden Fall mitkommen, Anna. Ich nehme die Winterjacke und die Schneehose. Genau, das ist gut. Viel Spaß. Danke, tschüss. Tschüss. Schau mal, Lena, wie toll. Hat jemand noch keine Schlittschuhe und muss welche leihen? Ja, ich. Ich auch. Dann müsst ihr hier anstehen und eure Schuhgröße angeben. Alle anderen können sich bereits ihre Schlittschuhe anziehen. Fertig, los geht's. Fahren Sie auch mit, Herr Pauli? Oh ja, ich fahre gern Schlittschuh. Am Anfang fahre ich immer langsam, bis ich mich wieder dran gewöhnt habe. Ich auch. Wir haben Schlittschuhe. Okay, dann probiert gleich mal aus, ob sie euch passen. Ansonsten könnt ihr sie auch nochmal umtauschen. Also meine passen gut. Meine auch. Hey, es ist gar nicht schwer, auf Schlittschuhen zu stehen. Du stehst doch auch noch gar nicht auf dem Eis, du Witzbold. Autsch! Siehst du? Mensch, hilft mir mal jemand aufzustehen? Hau, ruck! Oh, Menno! Am besten du nimmst so einen Schlitten zum Ziehen, John. Cool, darf man die Schlitten da nehmen, Herr Pauli? Ja klar, die darf man sich ausleihen. Cool! Komm, Lisa, wir nehmen auch einen, das ist witzig. Setz dich drauf, John. Ab geht die Post. Ich schiebe und du ziehst, Malte. Willst du drauf sitzen? Okay, nachher wechseln wir. Schau dir die Jungs an. Jetzt möchte ich wieder so Eislaufen. Okay. Woher habt ihr den Schlitten? Den gab's dort beim Schlittschuhverleih. Ihr könnt unseren haben. Cool, danke. Ich kann den Schlitten ja auch mal ziehen. Oh ja, das wäre toll. Schau mal, Herr Pauli. Oh, warum geht das denn plötzlich so schwer? Ja, Moment mal, kein Wunder. Ich habe euch ja alle gezogen. Wir bitten nun alle Eisläufer, die Bahn zu verlassen und so lange zu warten, bis das Eisfahrzeug mit der Aufbereitung fertig ist. Die Siebtklässler sind übrigens auch da. Tatsächlich, Sigi ist auch dabei. Bitte nicht auf das Eis. Malte kann einfach nicht warten. Jetzt ist das Eis gleich wieder super glatt. Wir bauen jetzt gleich auf dem Eis verschiedene Stationen auf, an denen ihr euer Eislaufkönnen testen könnt. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. Cool, da wird eine Rampe aufgebaut. Cool. Da vorne gibt es noch eine Slalomstrecke. Die fahre ich als erstes. Ich gehe zum Hockey. Ganz schön schwierig, die Rampe hochzukommen. Da muss man wahrscheinlich viel Schwung nehmen. Okay, jetzt nochmal mit viel Schwung. Wow, ich hab's geschafft. Das macht richtig viel Spaß. Komm, wir gehen mal zum Hockey. Mensch, das gibt es ja nicht. Ich treff einfach nicht. Mann, Lukas, das kann doch sogar meine Oma besser. Du brauchst hier gar nicht solche Sprüche zu klopfen, Sigi. Wahrscheinlich kannst du es auch nicht. Klar kann ich das. Ich zeig's dir. Du hast ja nur ganz normale Turnschuhe an. Lieber mit einem Turnschuh auf dem Eis, als ein Eis auf dem Turnschuh. So, pass mal auf.
Ja, ein super Trickshot. Wow, das gibt's doch nicht. Siehst du, so geht das. Direkt aufs Tor schießen kann ja jeder. Aber hey, Sigi, dafür bin ich beim Slalom besser. Das können wir ja gleich testen. Slalom ohne Schlittschuhe? Das muss ich sehen. Auf die Plätze, fertig, los! Oh Mann! Ja, gewonnen! Siehst du, so geht das! Naja, hier warst du besser, Lukas. Aber jetzt wird an der Rampe entschieden, wer von uns beiden besser ist. Na gut, aber wie willst du das ohne Schlittschuhe machen? Ich nehme mein Fahrrad. Hä? Dein Fahrrad? Auf dem Eis? Ist das nicht so rutschig? Mein Fahrrad hat Winterreifen. Außerdem, mit dem Fahrrad auf dem Eis wird die niemals zu heiß. So, ich bin bereit. Wer als erstes durch das Ziel da hinten fährt, hat gewonnen. Oh je, hoffentlich komme ich die Rampe hoch. Du musst einfach ganz schnell fahren, dann schaffst du es, Lukas. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Oh nein, Sigi ist schneller. Ja! Mann. Juhu, gewonnen. Super, Lukas. Bei diesem Minitour konnte ich ja gar nicht gewinnen. Wir drehen jetzt hier noch eine kleine Extra-Runde. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte auf der Eisbahn gefallen. Dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und schaut auch gerne bei einer anderen Geschichte von uns vorbei. Bis bald. Tschüss.